So, hast du irgendwie Gleichgewichtsstörungen? Ich bin über das Kabel, da bin ich fast gestolpert. Hast du das gerade mitgekriegt? Oh mein Gott, Betriebsunfall. Georg, das Kabel liegt ja schon seit Monaten. Seit Jahren ist das hier bei uns bei Schuh Plus. Jetzt haben wir das dieses Jahr. Einen wunderschönen, guten sowas von auf diesem ganz Wege, ne? Kai, ein Traum. Einen ganz traumhaft tollen Freitag. So. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Natürlich geht's mir gut. Meine Güte, du Betriebsunfall hier vorne, überleg mal, du. Hör mir auf, du. Nee, wollen wir gar nicht. Du kommst als Betriebsgenossenschaft. Hör auf. So, ich hoffe natürlich, allen geht es dann sowas von gut. Wir schauen am heutigen Freitag auf eine super spannende Woche zurück, denn eine Woche ist es jetzt quasi her oder lang, dass wir jetzt aufmachen konnten und so ein bisschen Normalität wieder bei uns bei Schuhplus eintauchen und eintreten konnte. Und gerade für die Kunden, so was wir von den Reaktionen bekommen haben, war das ein absoluter Zugewinn und eine große Freude, Kai. Genau so ist das. Und es wurde ja auch endlich Zeit, also wirklich nach 2,5 Monaten des Shutdowns, beziehungsweise die Gastronomie muss ja noch ein bisschen länger leiden sozusagen. Es wurde Zeit, dass man mal wieder rauskommt, dass man wieder ins Leben kommt, dass man wieder aus diesem Trott, diesem Sofatrott sozusagen hochkommt und ja, endlich wieder. Sofatrott, übrigens sehr schön, sehr, sehr schön, muss man wirklich sagen. Ja, richtig toll, muss man wirklich sagen. Und was ebenfalls auch natürlich richtig toll ist, das sind auch die Aktionen natürlich, die wir bei Schuh Plus haben. Die haben wir natürlich dann auch nicht ruhen lassen während der Corona-Zeit. Aber natürlich jetzt macht das natürlich umso mehr Spaß, wo langsam aber sicher die Öffnungen dann auch stattfinden. Und eine unserer aktuellsten Aktionen, die wir jetzt haben, die bis zum 31.03. übrigens auch geht, das sind 5x2 Freikarten für die Ehrlich Brothers. Später dazu mehr, aber als allererstes starten wir jetzt einmal durch mit einem tollen Einblick in unsere Kollektion, nämlich Frühjahr Sommer 2021. Und das haben wir rausgesucht. Auf geht's. Da sind wir schon wieder. Boots gehen immer. Also ich bin ja auch so ein Bootsträger, wie man gesehen hat. Diese Boots waren nicht bis oben hin geschnürt. Das war alles so ein bisschen lockerer gehalten. Das sieht dann so ein bisschen lässiger aus. Das ist richtig cool. Übrigens, Boots gehen auch zu einer kurzen Hose. Sieht richtig schick aus. Also von daher, Boots ist so das ganze Jahr über ein Schuh zum Tragen. So sieht's aus. Also bei den Boots, also jetzt kommt eine super schöne Überleitung. Pass auf, bei den Boots schläft man definitiv ja nicht ein. Ich glaube, du musst dein Mikrofon mal ein bisschen ober machen. Wenn du so weit hast, ist das gleich in deinem Bauchnabel drin. Ich glaube, das ist dann nicht dann dollste. Ne? So, da schläft man auf jeden Fall nicht bei ein, denn heute ist übrigens der Welttag des Schlafes. So, Kai spricht besonders immer sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Ne? Aber Schlafen ist ja auch unfassbar wichtig. Ne? Definitiv. Also Schlaf ist ja so gesundheitstechnisch doch ganz wichtig. Und wir verschlafen nun mal auch einen Großteil unseres Lebens, nämlich 25 Jahre im Durchschnitt. Ernsthaft jetzt? Haut das wirklich? Naja, wenn du 8 Stunden am Tag schläfst und wenn du 75 wirst, hast du 25 Jahre geschlafen. Also die einen verpassen das, die anderen nicht. Aber Schlaf ist halt wirklich ja wichtig, um halt wirklich sich dann wieder das ist ja auch ganz immer, körperlich wohlzufühlen. Es gibt ja so diese Oberpsychos, ne? Gibt es ja auch, die auch wirklich sagen, man muss irgendwie Spannung haben und immer wieder, ich schlafe nur 2-3 Stunden. Das ist super krank. Ne? Ja, nee, also es gehört wirklich zu einem ausgewogenen Leben echt dazu, dass der Körper auch regenerieren kann, gerade bei viel Alltagsstress. Und dazu ist Schlaf unfassbar wichtig. Genau, so ist Wege mal zu dir gesagt. Und dazu braucht man natürlich auch ein tolles Bett, eine tolle Zudecke, ein bequemes Kopfkissen, was da alles zum Schlaf dazugehört. Was du schon alles so weißt. Was, Leute, also wie gesagt, das ist ja unser Welttag des Schlafes heute. Aber wenn es dann so um Feiertage, um kuriose Feiertage geht, also das ist ja nicht nur der Popcorn-Tag, wie wir gestern gelernt haben, ne? Sondern es gibt ja auch, also da sind die Amerikaner, da drehen die ja wirklich auch echt durch. Ne? Ich musste tatsächlich jetzt vorhin doch nochmal ganz schnell gucken, was ist. Also Kai, heute möchtest du wieder ein Rätsel haben, was für ein Feiertag heute in den USA ist. Ist super. Wir haben alle verloren. Nein, wenn, dann hast du verloren, weil mein Popcorn hat jeder übrigens erkannt. Es stimmt, das machst du der Einzige. Ich erinnere mich. Kannst du das nochmal machen mit dem Popcorn? Nee, das mache ich nicht nochmal. So, heute ist der internationale Hirntag in den USA. Hirntag, das kommt ja gleich. Ne? Und zwar ist das etwas, wo die Werbung damals gesagt hat, das schwimmt in Milch. Milky Way? Ja! Milky Way? Heute ist Milchstraßentag? Heute ist der National Milky Way Day in den USA. Okay. Das sind, glaube ich, auch Feiertage, die nur die Industrie erfunden hat. Ja, wobei, es könnte ja auch die Milchstraße oben im All sein, das sozusagen. Nee, ich hab nachgeguckt. Tatsächlich? Also es ist tatsächlich dieser alte Schokoriegel, der abgebildet wurde. Die Amerikaner, die machen echt alles kommerzieren. Ja, alles muss man kommerzialisieren, ne? Aber es gibt noch einen zweiten Tag, einen zweiten internationalen, und zwar ist heute der International Middle Name Pride Day. Also sei stolz auf deinen Zweitnamentag. Verdammt, ich hab gar keinen. Und nu?
Ja, dann solltest du auch nicht mit deinen Eltern mal irgendwie... Nee, dann bleibe ich lieber beim Milky Way Tag. Ich habe einen zweiten Namen übrigens, ja. Ich weiß. Der ist mit ich heiße Max. Ich weiß. Hallo Georg. Merkst du gerade diese Sekunde der Peinlichkeit gerade? Ja. Der wirkt unendlich gerade, wie die ist Milchstraße so? Von Milky Way Opa, so, ne? Ist so. Ja, aber gut. Milky Way ist übrigens sehr lecker. Aber wie gesagt, ne, so heute ist also für all diejenigen, die mal einfach mal so auf Klugscheißer-mäßig machen wollen, nach dem Motto, hey Leute, heute ist übrigens, ne, hast du einen zweiten Vornamen, weil heute ist ja hier internationaler hier Zweitnamentag, ne? Kommt man gut an mit so einem gefährlichen Halbwissen, oder? Definitiv, unbedingt. Also so. Das hat die Welt drauf gewartet. Wo auf jeden Fall die Welt immer drauf wartet, ist auf Shows, auf tolle Veranstaltungen, auf Events und so weiter. Und gerade so der Bereich der bei den Veranstaltungen der Magie und Magier, das ist ja ein riesengroßes Thema international. Nicht nur damals durch die, wie hießen nochmal die beiden dann, Las Vegas, die Vögel, wie hießen die? Aber Siegfried und Roy und damals hier David Copperfield und so weiter, sondern es gibt ja auch mittlerweile Nachwuchs, ne, mit den Ehrlich Brothers zum Beispiel. Und da haben wir ein super tolles Gewinnspiel bei uns, was noch bis wann geht? Na, bis Ende des Monats. Genau. Und da haben wir doch nochmal in einem kleinen, kurzen Filmbeitrag darauf hingewiesen. Und den gucken wir uns an. Auf geht's. So, moin. Eins muss man ja wirklich sagen, bei den Jungs, die Haare, die liegen ja auf jeden Fall. Ist aber auch schon ein altes Bild. Also von daher darf das auch noch da so doll aussehen. Genau. Leute, langsam aber sicher geht auch unsere wunderschöne Gewinnspielaktion dort zu Ende, nämlich mit unseren 5x2 Freikarten für die Am 31.03. geht das Ganze halt noch. Ah, eine mega schöne Magic Show. Da zeigen wir gleich mal so ein paar Bilder darüber. Also es ist schon richtig cool, was da abgeht. Ein paar Impressionen. Wir gucken da jetzt einfach mal im rein. Und los geht's. Schon dolle aus, richtig oder? Cool, richtig oder würde cool, ich sagen, richtig cool. Schön. Hattest du eigentlich als Kind einen Zauberkasten? Hattest du als Kind einen Zauberkasten, bestimmt? Natürlich. Und hast begeisterte Eltern gehabt, die gesagt haben, Junge, du bist so unfassbar talentiert. Nee, das haben sie nicht gesagt. Das waren dann doch sehr ehrlich. Ja. Aber die beiden Jungs haben ehrlich. Auf... Sie waren halt ehrlich, Brothers. Sie waren ehrlich Eltern. Auf jeden Fall haben die beiden Jungs richtig was drauf. Und wer das Ganze mal erleben möchte, kann bis zum 31.03. bei uns bei unserem Gewinnspiel, hier sieht man das, zack, kann auch mitmachen. Und wir drücken die Daumen dafür, auf dass dieses Jahr dann für 5x2 Leute sozusagen ein richtig toller, magischer Moment wahr wird. Also Leute, mitmachen. Bis zum 31.03. kann man nämlich noch mitmachen. Ganz lieber genau. Kai. Genauso sieht das aus. Bis zum 31.03. kann man mitmachen und dann magische Momente gewinnen. Übrigens, ne, ich komme ja von meiner Liste, komme ich ja heute irgendwie schon wieder nicht los. Also wenn man wirklich glaubt, dass heute nur der in den USA der Milky Way Tag ist oder der sei stolz auf deinen Zweitnamen Tag, der wird sich erst recht über Nummer 3 freuen, denn heute ist auch gleichzeitig der Pflanz eine Blume Tag. Pflanz eine Blume, schöner Tag. Ich hab hier auch so eine Blume. Kai, nein, Gras, du hast verloren. Ganz ehrlich, Kai, du brauchst eine Pflanze nur angucken und die geht ein. Selbst diese Kunstpflanzen. Kunstpflanzen hier. Sogar. Selbst da haut der künstliche Farbstoff haut aus diesem Plastik raus, weil er sagt, ey, bei dem, nein, danke, wird nicht funktionieren. Leute, also bei Kai kann man alles Mögliche machen, aber Pflanzen hat er definitiv verloren. Nein. So, Kai, hast du sonst noch irgendwas Schönes zu erzählen? Ansonsten sind wir nämlich für heute durch und auch für diese Woche sind wir dann auch durch. Eine richtig schöne Woche, wie gesagt. Eine ganz tolle Woche. Ja, wie gesagt, wir durften wieder aufmachen, super tolle Sache. Ansonsten habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts mehr zu sagen, weil die Kollegen warten nämlich auch schon, die wollen nämlich auch loslegen. So, das sollen sie dann auch machen, denn heute auch da gibt es bei den Kollegen wie immer viel zu entdecken. Deswegen geben wir jetzt auch ab und sagen, das war's für heute. Allen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.